Ja, moin. Neue Runde, neues Glück. Ja, so sage ich das ja immer. Aber heute machen wir mal erste Runde und versuchen unser Glück mit Captain of Industries. Ja, einige von euch werden es ja wohl schon öfters gesehen haben bei anderen YouTubern und Livestream weiß ich gar nicht. Doch, ja klar, Livestream. Habe ich auch welche gesehen. Ich bin auf das Spiel aufmerksam geworden, obwohl das noch eine Pre-Alpha ist. Unten rechts seht ihr das, Pre-Alpha 019A. Ja, eine Kickstarter. Ja, genau, eine Kickstarter-Kampagne, wie hier da zu sehen ist. Schön. Ne? Und die Macher, gehört habe ich, es sind nur zwei, haben schon das erste Goal erreicht mit über 45.000 Euro. Und das Spiel ist ziemlich interessant. Und das für eine Pre-Alpha. Also ganz frühes Stadium. Das Einzige, was ihr jetzt gerade nicht hört, oder vielleicht dann doch hört, ist, das Spiel hat noch ziemlich wenig Sound. Einige FX-Sounds, ne, von Maschinen, allerdings keine Musik, kein gar nichts. Deswegen werde ich mir aus der freien Datenbank von Google lizenzfreie Musik einmal gegebenenfalls downloaden, wenn ich was finde, was Anständiges, und dann im Hintergrund leicht dudeln lassen, weil sonst wird es ein bisschen eintönig. Ja, wir gucken einmal rein und, was ist hier, Test-Save, ach so, das war ich, ja. Um zu gucken, ja, wie weit wir kommen. Es ist natürlich noch lange nicht alles im Spiel, allerdings interessanterweise ist der Forschungsbaum, und das haben mir die Entwickler geschrieben, und da übrigens nochmal die Info, ich habe diesen Key kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von den Machern. Ja, freie Wahl, kann machen, was ich will damit. Sie haben ihn mir gegeben, sehr freundlich, und haben mir auch darauf hingewiesen, dass sie zum Beispiel den kompletten Forschungsbaum auf jeden Fall schon mal optisch mit im Spiel implementiert haben. Den gucken wir uns dann auch gleich an, wenn wir im Forschungslabor geschrieben haben. Natürlich nicht alles erforschbar, aber ihr seht, wie weit es ist. Und wenn man so will, es geht von der Kohle bis zum Wurmloch. ziemlich weit. Da hinten seht ihr ja so schön, so eine Rakete da hinten. Da, ne? Also bis zum Wurmloch, wenn man den Forschungsding da braucht. Also ziemlich heftig. Wir gucken uns das mal an. Das Ding hat Potenzial, ziemliches Potenzial. Ja. Und deswegen machen wir jetzt mal einen Blick rein. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir machen ein New Game. Zack. Ja, hier, das ist Patch. Ich muss mal gucken, wann die überhaupt das letzte Mal gepatcht haben, wie schnell das geht. Ihr könnt, wenn ihr die Kickstarter-Kampagne mitmacht, ne, gibt es ja wieder wie üblich bestimmte Pakete. Ne? Je nachdem, was ihr für ein Paket kauft, seid ihr nur ein Unterstützer. Was heißt nur? Ihr seid ein Unterstützer. Habt dann Zugang wieder zur Beta-Version, habt dann Zugang auch zur Alpha-Version, je nachdem, was Paket ist. Die soll im Herbst auf Steam erscheinen, die Alpha-Version. Oder aber, wenn ihr das teuerste nehmt, habt ihr auch Zugang zur Pre-Alpha-Version. Das ist dann genau die, die ich jetzt hier habe. Ja. Die ich hier habe, das ist die Pre-Alpha-Version, aber die ist ziemlich teuer. Ich glaube, dieses Kampagnen-Ding, wenn ich das richtig gelesen habe, 700 Pfund? Ja. Das muss ja nicht sein, aber das ist euch überlassen. Ne? Aber die anderen Preise sind okay. Und die Alpha kommt dann, wie gesagt, auf Steam, und die Beta, glaube Ende des Jahres. Und dann irgendwann nächstes Jahr soll das Ding released werden. Müssen wir mal schauen. Was ist denn hier überhaupt los? Captain, das ist übrigens hier mit dem Schiff sind wir angekommen. Ne? Das sind, kann ich hier schon zoomen? Nee, kann ich noch nicht zoomen. Das sind Transport-LKWs. Ja, mit dem sind wir hier angekommen. Da sind ein paar Leutchen dabei, nämlich 75. Und wir haben noch für 40 Monate Essen. Und von den 75 Leutchen sind 64 Worker, brauchen wir. Das ist ein Gemeinschaftsrating-Score, den zeige ich, für was man das braucht. Das ist die Gesundheit unserer Leute. Und das ist unsere Transport-LKWs. Man kann ja später natürlich auch Transportbänder bauen, muss man halt erforschen, ne? Ob die irgendwo in der Queue warten müssen, ob es da irgendwo ein Bottleneck gibt oder sowas in der Art. Was sind das hier eigentlich? 6 von 45. Die Anzeige ist neu, oder? Die habe ich noch nie gesehen. Wir starten im 1. Januar im Jahr 01 und es ist sonnig. Das ist Baumaterial, das ist Diesel. Da kommen noch mehr Anzeigen da oben, je nachdem, was wir erforscht haben. So, was ist denn hier überhaupt los? So, also die haben angelegt hier bei einem geheimen, unbekannten geheimen Insel, die nicht auf der Map war. Ja, wir haben ja einiges an natürlichen Ressourcen. Ja, das zum Beispiel ist Kupfer, glaube ich. Das sehen wir gleich. Müssen wir nämlich abbauen mit Bagger und LKW. Ja, so richtig so wie im Bergbau. Tagebergbau. So. So, er ist erstmal hier froh, dass hier nur noch so ein Dock ist. Unfortunately, our ship is badly damaged. Ja, das ist, ja, gut. Geht noch, ne? Das ist ein bisschen kaputt. Sie wollen hier, dass das Dock hier, bis es in besserem Zustand ist, how our food supplies. Ja, haben wir doch. Ja, für 40 Monate. Sagt er hier, wir haben hier einen guten Vorrat.
Whatever, we need build farms. Okay, dann machen wir auch Farmen bauen. Wir müssen die natürlich mit Essen hier versorgen. Machen wir auch. Gibt es die normalen Farmen? Es gibt die beleuchtete, ja, genau. Die bewässerten Farmen und so weiter und so fort. Holen wir das Wasser, holen wir uns aus dem Grundwasser. Was übrigens aufgefüllt wird, wenn es regnet. Regen hat übrigens FF-Sound. Muss man sagen. Ja, er ist froh, dass wir hier jede Menge, einiges an Essen mitgebracht haben. Wir haben aber einen Notstand, sage ich jetzt mal nicht, aber nicht genügend Construction Parts. Das sind dann die da oben. Da gibt es noch die besseren Construction Parts, die sind gelb. Ja, wir können hier welche machen. Das sage ich doch. Actually, right there. Hier, der Dock. Ah ja, genau. Das sehe ich jetzt nicht, weil ich noch nicht scrollen kann. Hier steht ein verlassenes Gebäude. Ich habe es ja mal kurz angetestet. Das können wir abbauen, dann kriegen wir Construction Parts. Nur wenn das abgebaut ist, dann haben wir keine mehr. Ende. Aus Nikolaus. Ne? Die müssen wir dann bis dahin, bis es abgebaut ist, selbst erzeugen. Und ein Furnace, also ein Hochofen, brauchen wir dazu auch noch. Klar, wir sind ein bisschen einschmelzen. Research Lab, das ist unser Forschungslab. Das sagt er. Wer ist das eigentlich? Ach, das bin ich. Danke. Wer ist das eigentlich? Um mehr Blueprints, also mehr Forschung zu kriegen. Das Interessante ist ja, wir forschen Farmen, kommen aber mit dem Schiff an und mit LKWs. Wissen aber nicht, wie Farmen gehen. Cargo-Container ist jetzt gut. Captain, ja. In Cargo-Containers tun unsere Leute als erstes schlafen, wohnen. Ja, good luck. Ja, good luck. Viel Glück. Da, hier. Zack. Kann ich eigentlich so? Ja, kann ich so. Hier, da. Das. Mehr als das kann ich aktuell nicht ranzoomen. Und da gibt es, wie nicht vergessen, das ist eine Pre-Alpha-Version. Pre-Alpha. Ja? Keine Panik. Ist das eigentlich Pause? Ich mache mal kurz Pause. Kann ich auch, ja. Das ist der Food Market. Ich weiß nicht, wie viel Food, also wie viel der von den, versorgen kann, weil die kann man nämlich ausbauen. Also wir kriegen deutlich mehr und dann kann man das hier ausbauen. So, das ist das Scrap-Ding, was ich gesagt habe. Das können wir abbauen. Dann geben wir auch gleich mal einen Befehl. Start Recycling. Zack. Machen die LKWs. 630 Schrott ist da drin. Wald. Wald müssen wir absägen. Also müssen nicht. Aber müssen dann doch schon irgendwie. Denn wir können hier, warte mal, wir können ja hier. Da. Kohle. Ne? Öl. Übrigens, aktuell sind die Maps nicht zufallsgeneriert. Jeder, der das Spiel startet, hat eine und dieselbe Map. Das ist ein grün. Kopperohr. Das ist aber ganz viel Kopperohr hier. Meine Güte, das ist Sand. Was haben wir hier? Kohle. Also wir müssen Kohlebergbau machen. Kohle und Sand. Was ist das? Kohleohr. Ach, guck mal hier. Ach ne, Gold. Idiot, Gold. Und was machen wir hier? Iron. Also das ist erstmal wichtig. Hier haben wir aber auch Iron. Also die ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da holen wir uns Diesel raus. So. Das da hinten ist wohl wieder Sand. Alles klar. So. Was brauchen wir denn überhaupt als erstes? Wir brauchen eigentlich, der hat gesagt, ein Furnace. Wir machen mal hier ein klein bisschen. So. Geh weg. Wir brauchen, was haben wir hier? Metallurgie. Ja, hier seht ihr das. Wir machen erstmal hier das Forschungslabor, dann seht ihr den Forschungsbaum. Da ist es. Das setzen wir jetzt erstmal nicht mitten im Weg. Ich setze es erstmal dahin. So. Forschungsbaum. Und hier tun wir mal gleich ein bisschen, das fällt ja los. Also zwei gleich. Wir haben ja hier noch Material drin. Hier, guck mal. Kupfer, Diesel, Gummi, Construction Parts. Ja. Cargo Ship, Fueling braucht man nicht, weil man kann mit dem ablegen. Load Crew, 15 Leute, Fuel und dann die Map erforschen. Da gibt es ja noch andere Sachen. So, der baut jetzt hier. So, Achtung, das ist das Forschungsding. Jetzt sind dort Workers drin, noch nicht, aber gleich. Mal, wenn wir hier Start Research machen, Need 8 Points per Month, Maintenance. Ganz wichtig, Maintenance müssen wir dann auch noch machen. Hier, das ist der Forschungsbaum. Ich mache nochmal Pause. Das rennt uns nämlich da weg. Das geht bis hier. Achtung! Bis da hinten hin. Hier. Wurmloch. Stardust. Heavy Cargo Rocket. Space Research. Space Station. Space Station Wartung. Also ziemlich heftig. Wenn man dann da drauf geht, Solarpanels. Warte mal, mein Arbeitsrechner steht hier neben dran. So. Dann seht ihr, was hier weiter für Möglichkeiten bestehen. Was haben wir denn hier als Beispiel? Powergenerator. Ja, wir haben natürlich Krankenhäuser. Wir haben natürlich, was bist du für einer?
25 Vehicle Cap, ja, Cargo Depot, ne? Silikon hier, das, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Was bist denn du? Du bist ein völlig loses Material. Ja, alles das wird, natürlich können wir nicht alles erforschen, aber einiges, und das müssen wir auch erforschen, sonst sind wir gleich hops. Was machen wir denn als erstes? Construction oder hier mit dem Vehicle Mining? Also das können wir. Das haben wir. Ja, haben wir gleich vom Start an bekommen. Die Pipes und das. Vehicle Mining, das brauchen wir, um das Material, was ich eben gesagt habe, rechts, und eigentlich auch das Construction. Vom Construction kriegen wir hier manuelles Assembling Line. Da fahren dann immer die LKWs hin und puten das da rein, und unsere Leute arbeiten drin. Später gibt es die automatisch. Man braucht ja auch eine Energieversorgung. Wo ist denn eigentlich die Energieversorgung? Das ist der Ölabbau hier. Da, wenn man da drauf klickt. Hier, Oil Pump. Das ist Abwasser. Das leiten wir ins Meer. Ist leider so. Guck mal, hier kann ich einen Shipdock Repair machen. Ah, hier ist die Fuel Station, weil aktuell, das zeige ich euch gleich, das geht leider noch nicht im Future Updates, denn man kann auch auf Piraten treffen, wenn man mit dem Schiff durch die Gegend fährt. Dann sollte vielleicht das eigene Schiff ein bisschen Bewaffnung haben. Ja, sonst wird das nicht so aktuell. Wenn die aufgeladen werden müssen, aufgeladen sage ich schon. Ja, ich fahre ein Elektroauto. wenn die betankt werden müssen, dann fahren die aktuell jedes Mal hier zurück zum Frachtdepot hier, zum Shipyard, um sich das Diesel da rauszuholen. Was ist jetzt hier? Röstet und ist ready? Ja, ja, ist ready. Ach so, da es ja ready ist, sollte man vielleicht auch mal was auswählen. Was wollte ich da machen? Farming? Oder Construction? Der Beacon, wenn man auf den hier geht, der holt Flüchtlinge. Der hat aber auch den Dieselgenerator. Um Elektrizität, aber dann tun wir Diesel verbringen. Wir müssen eigentlich. Das. Boah. 1, 2. Braucht der den? Oder ist das nur nice to have? Wir machen mal das Farming. Wir machen mal das. Ach Gott. Basic Farming Research. Zack. Machen sie. So. Das tun sie researchen, das Basic Farming. So, was haben wir denn als nächstes? Wir müssen hier mal Bäume abhacken. Das machen wir hier. Brauchen wir ein bisschen Platz. Die kommen weg. Die markiert man. Die markiert man. Und dann kann man eigentlich hier. Ach so, warte. Genau, der ist jetzt markiert und ihm sage ich jetzt hier, er soll bitte Bäume abhacken. Dann ist er damit hat er damit zu tun. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist ein Lager. Jetzt fährt er los. Übrigens, wenn die ständig hin und her fahren, seht ihr das hier. Fahren die da Bäume durch die Gegend. Hier nehmen sie das Scrap Metal weg. Wir machen jetzt erstmal das Farming. Hier kann man gucken, wie lange die brauchen. Okay, wenn man jetzt zwei von denen hat, eins von denen kostet 0,5 Unity. Das ist das hier oben. Mit Unity kann man aber auch normalerweise, wenn man was baut, fahren die LKWs hin, machen das Baumaterial dahin und bauen das dann. Ad hoc bauen, und zwar wird das dann mit Unity bezahlt. Ich tue mal gleich am Anfang, haben wir eigentlich noch jede Menge Worker, wir machen mal noch ein Research Lab. Stellen wir mal hier. Können das Ding ja drehen. Machen wir zwei, das geht am Anfang schneller, können die ja wieder. So, er hier kann jetzt nicht entladen, der weiß nicht wohin damit. Das sagt er uns eigentlich auch. Warning, cannot deliver wood. Wir haben aktuell keinen Verbraucher für wood. Was ist denn das hier nochmal? Noch sonst irgendwie was? Flood Storage? Nein. Research Lab? Haben wir eigentlich ein normales Storage? Foodmarke brauchen wir nicht. Haben wir noch nicht. Ja, dann lasst ihr doch auch da mal. Wir können hier mal kurz reingucken. Das ist eine Übersicht von dem, was wir hier haben. Was haben wir hier eigentlich? Last Food. 1. Food 1. Pollution. Pollution, da ist, hat noch meiner Meinung nach noch nicht viel oder noch keinen Einfluss. Es gibt so ab und zu Warnungen, dass Umweltverschmutzung, allerdings ob das Ding schon einen Effekt hat, weiß ich nicht. Ach so, warte mal, ich will eigentlich mit der drehen. So, du tust doch hier, ja genau.
Jetzt machen wir das gleich und dann machen wir das Farming. Wir tun uns eigentlich da, wo setzt man das Farming einmal hin? Hier unten. Die ist ziemlich groß, das Farming-Gelumpe. Braucht natürlich auch Wasser, ne? Und sowas in der Art, das zeige ich euch gleich. Eigentlich. Research complete basic farming. Machen wir gleich das nächste. Construction. Der braucht Holz. Wenn man den hier macht. Hier. Das ist ein neues Rezept und macht daraus Construction Parts. Er braucht aber auch Iron. Und man kann übrigens keine Queue reinsetzen. Also nicht sagen, mach das, resellst du das, dann das, dann das gleich. Nee, man muss halt warten. Wir nehmen den als nächstes. Sonst wird das nichts. Kann ich hier? Ja. So, dann machen wir mal Farming. Da haben wir einen neuen Menüpunkt. Das ist jetzt die normale Farm. Wo setze ich denn die mal hin? Weil wenn wir die ausbauen, kann man die schon ausbauen? Hier, da. Ne? Kannst du da hin. Brauchen wir jetzt aber auch noch nicht. Da muss man halt gucken, wo man die Farm hinsetzt. Die kann man natürlich auch umsetzen oder abbauen. Ich setze die aber mal. Das regnet. Das ist gut, das regnet. Obwohl, jetzt ist es zu spät. Jetzt. Ich setze die aber mal hier hin. Oder? Oder so. Dann lasse ich hier mal Platz. Ich setze die mal so hin. Wir näher daran. So. So setzen wir die mal hin. So, bitte. Fahrt da mal hin. Wer von euch fühlt sich berufen? Danke. Ach, zwei, die. Ey, ich will immer mit Dingens drehen. So, sind wir. Haben wir denn schon researched? Nein. So. Dann haben wir das Farming. Das ist aktuell noch die Basic Farm. Das heißt, die hat doch keine automatische Bewässerung. So bauen die. Die Animation wird das wahrscheinlich. Kann ich jetzt seit. Bisschen näher ran scrollen, geht es? Geht irgendwie ein bisschen früher. So, Research complete. Was habe ich geresearched? Farm has no crop. So, hier jetzt hier. Jetzt machen wir als erstes Kartoffel und im nächsten Cycle Gras. Und dann machen wir Kartoffel und dann machen wir Gras. Hier seht ihr das Wasser. Es hat aufgehört zu regnen, dann haben wir gleich kein Wasser mehr. Ja. 5,8 Monate brauche ich, um das hier. Das gibt 30 Food. So, bräuchte man eigentlich noch eine, ne? Wird man nicht, soll man nicht gleich schon noch eine bauen? Warte mal, was ist das hier? Warte mal. Ja, ich glaube schon. Tut man eigentlich, ist es eigentlich schlecht, uns den Zugang zum Meer zuzusetzen? Dann machen wir es mal so. Oh. Dann machen wir nämlich mit dem erst Gras und dann Research Construction. So, Open Research. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir machen den. Den brauchen wir nämlich. Gibt es das Vehicle Depot? Da können wir neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel den Bagger, den müssen wir bauen. Ne? Und neue LKWs. Und den Mine Control Tower, damit tun wir dann abbauen. Und danach machen wir eigentlich das. Oder das. Ich glaube, wir kommen gar nicht. Wir können gar nicht das. Das ist nämlich noch geschlossen ohne das. Das muss immer irgendwie verbunden sein, ja. Damit sammelt man Wasser auf. Hier. Text. Was ist das hier eigentlich? Aha. Okay. Farm has no crop. Oh, die ist schon fertig. Mein Gott, hey. Dann fängst du bitte mit Gras an. Potato. Gras. Potato. No water. Ja, ist mir schon klar. Dass wir da no water haben. So, dann haben wir. Achso, wir müssen noch mal researchen, ne? Wir müssen noch researchen. Gehen wir nochmal hier drauf. Ah ne, der macht doch. Der macht schon. Der wartet auf sein Holz. Noch ist das da. Dann tun wir hier abbauen. Was haben wir hier? Product Basic Products kostet 20 von denen. Ich setze jetzt erstmal irgendwo hier rein. Ihr seht ja hier einen Ausgang. Bäumstämme rein. Construction Parts raus. Und zwar die einfachen, die weißen. Jetzt haben wir hier Bäumstämme. Baumstämme. Wir könnten das Ding ja, damit er nicht hier durch die Gegend eiert, erstmal am Anfang kann man ja abreißen und neu hinsetzen. Den setzen wir jetzt hier unten hin. Erstmal.
weil wir hier die Bäume abfällen. Jetzt kommt da eigentlich irgendwo ein LKW hergefahren. Wo habe ich denn die eigentlich alle verstreut? Hey, 7 hatten wir doch von denen. Wieso fährst du jetzt nicht? Ach so, der holt das jetzt, weil noch liegen die 220. Die hier, die liegen ja da drin. Ja? Die liegen da drin. So, das holt er sich jetzt ab. So, warte. Auch mal schön. Ah, noch eine Stufe, eine Zoom-Stufe näher ran. Das wäre der Hit. Eine Zoom-Stufe näher ran. Zack, New Message. Sagt er mir jetzt eigentlich, Captain, we now have assembly ready for start production construction parts. Ja, ja, machen wir auch. Boosten tun wir nix. Missing Input, der bringt jetzt das Brett dahin. Er braucht aber auch Iron Parts. Und das ist 30 Sekunden, ne? So. Und da der auch Iron Parts braucht, müssen wir. Haben wir noch nicht. Sag mal her. Vehicle Mining, aber gleich haben wir es. So. So, lass die jetzt erstmal. So, jetzt pass auf. Aufpasse. Machen wir hier nochmal Vehicle Parts. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir brauchen. Huch. Was denn? Nur Tutorial. Was? Seit wann gibt es denn hier ein Tutorial? Ach so. Ja, pass mal auf. Das hier zeigt die Höhe an. Also das. Die Wiese hier, die ist auf Level 1. Und 0 minus 1 minus 2 heißt, der würde jetzt nach unten baggern. Das geht nicht, weil minus 2 anfangen geht nicht, weil die Höhe ist ja 1 auf dieser Wiese. Deswegen hat er hier ein X. Ja. Das ist wichtig. Und dann hier Inside Area. Wir müssen nämlich gleich diesen Turm da bauen. Das ist die Area, wo wir abbauen können. Und Outside Area. Das heißt, hier können wir nicht abbauen, weil da hier. Ne? So. Und irgendwo muss der Kram ja auch, wir haben ja auch ein bisschen Waste, Abfallgelumse und sowas abraumen. Jetzt habe ich es. Hingeschüttet werden. Und der Vorteil ist, mit diesem Hinschütten, wie das Bild eben gezeigt hat, man könnte es jetzt hier hinschütten und könnte es da hochbauen. Und du kannst aber auch Landgewinnung machen, indem du sagst, der soll seinen ganzen Abraum, den er irgendwo hat, hier hinschütten. Und dann macht er hier eine Fläche und dann können wir unsere Insel vergrößern. Geilomat, ne? Ne, das will ich nicht. Hä? Ich will. Wo ist denn hier mein komisches Dings? Ich will. Nein. Hier, den will ich, den mein Controller. Was heißt denn eigentlich der Pfeil? Das ist auch so eine Sache. Habe ich hier nicht geguckt, ne? War das. Übrigens ist Cloudy. War das Tutorial eben? Scheiße, kann ich das irgendwie nochmal. Was kann man, wissen wir hier noch? Wir brauchen das, also müssen wir das jetzt erforschen. So. Warte mal. Das ist natürlich blöd. Woher weiß ich denn, was das ist? Ich setze den jetzt mal. Ist das der Eingang? Setz den mal dahin. Bau das Ding mal. Wer fährt? Er fährt. Es regnet. Regen ist gut. Regen ist gut, denn hier hinten guckst du. Wasser. Zwar nicht viel, aber. Guck mal hier. Weil wir nicht genug Wasser haben, ist das Ding schon um 4 Monate. Verspätet und das Ding um 3. Und hier guckst du. Das ist natürlich richtig blöd. So, komm mal her und bauen wir dein Ding dahin. Bauen wir dein Ding. Ja. Ich weiß jetzt, hab jetzt auch nicht geguckt, wenn ich mir mal abreißen. So, bauen wir bitte. Lass mal gucken. Yeah. Zack, da steht er. So. Na, das ist ja auch geil. Achso, Edit Area. Wie edite ich dich denn? Ah, alles klar. Ja, machen wir jetzt so. No Vehicles Assigned. Und da brauchen wir jetzt eigentlich einen LKW. Der holt aber die Sachen nur da ab. Wir brauchen da eigentlich auch einen Bagger. Und einen Bagger? Haben wir gar nicht, ne? Kann es sein? Vehicle Depot. Ähm.
Setz dich mal hier in die Mitte zwischen die zwei Minen. Scheiße. Das ist ein Tor. Lass ich mal nach unten gucken. Bau mal bitte ein Stück, wir haben keinen Buggy. Ist natürlich ganz blöd. Und Kohle brauchen wir die eigentlich jetzt auch schon. Da könnten wir eigentlich auch hier schon mal... Wo ist denn das Ding? Also mit diesem Menü, da habe ich es noch nicht so. Hier. Ich setze das Ding jetzt mal so. Ja, komm, machen um. Keine Ahnung, wie die da ranfahren. So. Setze den da auch bitte hin. Jetzt fahren da schon gleich zwei los. Muss man halt jetzt gucken. Wir brauchen ihm unbedingt die Parts. Und die Parts, da brauchen wir... Was haben wir gesagt? Eisen. Aber Eisen. Machen wir erstmal einen Bagger. Ne? Ein LKW, ein Bagger. Das gucken wir uns dann an. So, mach fertig, Alter. So, hier. Zack. Der braucht Gummi, um einen LKW herzustellen. Den haben wir auch nicht. Hier sehe ich zum Beispiel Kickbild. Würde der sofort machen für 16 Unity? Haben wir nicht. Wir haben nur 6. Da oben. So. Die fallen natürlich dann das ganze Kram. Der Was brauchst du? Eisen. Missing Input. So. Dann haben wir den. Dann sollte das klappen, genau, oder? Und dann müssen wir, was erforschen wir denn aktuell? Abbiegen für Maintenance, für Wartung. So, warte mal. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben jetzt was Research Complete gemacht, aber warte mal, ich habe doch dem Ding gesagt. Waiting for Materials Removal. Ja, aber, warte mal, was haben wir denn hier vergessen? Ach, den Furnace haben wir vergessen, richtig? Genau. Verdammte Axt. Weil wir haben nämlich keine Dings. Jetzt stehen wir natürlich ganz blöd da, ne? Deswegen hat er ja gesagt, wir müssen den warte mal. Okay. Warte mal. Der muss... Das ist natürlich blöd. So. Wir machen jetzt erstmal hier... Den hin... Und wir kriegen nämlich hier, und das habe ich nämlich nicht gesehen, da geht es nämlich rein. Warte mal, ich bin blöd, hätten wir auch gleich bauen können. Wir machen mal so, das ist fürs Metall, weil wir können hier den nicht bauen, weil wir kein Iron haben. Ganz schlecht. Okay, jetzt geht's aber rund hier, jetzt kommen sie aber hier angefahren, du. Jetzt geht's aber rund. Ganz, ganz schlechte Idee war das eben. So. Ja gut, den lassen wir jetzt mal fertig bauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao.